Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Fölsch, genau das habe ich ja in meinem Beitrag deutlich gemacht, dass ich finde, der Senat muss die Möglichkeit haben, einen Haushalt vorzulegen. Deswegen beschließen wir heute nicht, deswegen überweisen wir. Aber wir werden dieses Thema Schuldenbremse auch nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagen. Und da möchte ich zuerst etwas zu Herrn Bischoff sagen. Herr Bischoff, wir haben eine Grundgesetzregelung, die ist spätestens ab dem Jahr 2020 für Hamburg bindend. Und wenn wir dann das, was Ihnen gerade so wichtig ist, nämlich konjunkturbedingte gewisse Differenzen, mal so ein Defizit im schlechten Jahr zulassen und im guten Jahr dafür vorbauen, wenn wir so einen Mechanismus in Hamburg wirksam machen wollen, dann müssen wir das tun, was letztlich die CDU nämlich auch vorgeschlagen hat, dass wir das übertragen und auch entsprechend in Verfassung, vor allen Dingen aber auch in Landeshaushaltsordnung zu übersetzen. Also möchte ich Ihnen ganz deutlich sagen, Sie kommen als Linke nicht drum herum, zu der neuen Geregelung Schuldenbremse eine landesrechtliche Übersetzung auch in Hamburg zu suchen. Und dann werden Sie sich als Linke positionieren müssen, ob Sie sich auch mit Ihren eigenen Ausgabevorschlägen zutrauen, eine Schuldenbremse in Hamburg mitzutragen oder nicht. Da können Sie dann nicht mehr ausweichen, so wie ich Ihren Beitrag nämlich vorhin verstanden habe, dass Sie skeptisch sind, ob man das denn hinbekommt und ob das in jeder Notsituation auch angemessen ist. Es hat etwas mit Selbstbeschränkung zu tun und das hat was mit Verantwortung für die Zukunft zu tun. Und da werden Sie drüber nachdenken müssen. Und dazu fordere ich Sie jetzt schon auf. Eine zweite Bemerkung, die ich machen möchte. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, Herr Finanzsenator, dass Sie hier so vor den Haushaltsberatungen, die Sie ja noch führen wollen, festgelegt haben, dass Sie sicher sind, dass man bis zum Jahr 2020 braucht, um den strukturellen Ausgleich im Haushalt hinzubekommen. Das finde ich enttäuschend, wenn ich mir mal anschaue, wie die verschiedenen Haushaltslagen in den verschiedenen Bundesländern sind. Da ist das für den Stadtstaat Hamburg nicht einfach. Das ist mir klar. Aber dass wir uns hier heute schon anhören sollen, man wird mit Sicherheit das letztmögliche Jahr ausreizen wollen, um dann erst angekommen zu sein mit dem strukturellen Haushaltsausgleich, das finde ich enttäuschend. Ich hoffe, dass Sie sich das bis zu den Haushaltsberatungen noch mal überlegen, weil Sie wollen ja auch keine konjunkturelle Wette auf das Ende des Jahrzehnts machen. Und von daher sage ich Ihnen ganz deutlich, ich glaube, dass die Rücklagen, und da hat Herr Wehr sich zu Recht darauf hingewiesen, auf Rücklagen, die auch die vergangene Regierung noch gebildet hat und die bei der jetzigen Steuereinnahmeentwicklung Ihnen ja das Geschäft auch leichter machen wird, jetzt in diesen Wochen. Das ist doch allgemein bekannt, dass Sie diese Situation auch nutzen, um ehrgeiziger zu sein. Das können wir erwarten. Und ich möchte Ihnen ganz deutlich sagen, Sie haben hier vorne in Ihrem Beitrag gesagt, kluge Haushaltspolitik heißt nicht, bestimmte Ausgaben wegzustreichen. Sicherlich ist es so, dass ein Punkt ist, auch genau hinzusehen. Aber Sie haben das Prinzip Pay as you go vorgegeben. Und wenn Sie zusätzliche Ausgaben jetzt demnächst neu beschließen werden, dann werden Sie im Sinne der Transparenz bitte auch deutlich machen, welche Sie dafür wegstreichen. Daraus werden wir Sie nicht entlassen. Dankeschön.